Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir mit unserer neu erworbenen BAMS-Attacke einige neue Orte hier versucht zu erkunden. Das hat uns natürlich hier zu den Patina-Wald geführt, wo wir nach weiteren Steinen suchen werden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier das Gebiet erkundet habe, weil hier sehe ich überall Monster und da in der Ecke sind keine. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da schon war. Aber mal gucken. Übrigens, ich habe schon wieder so gelevelt, dass ich kurz vom Level ab bin. So, ich nehme euch jetzt alle drei auf einmal. Kommt. Alle vier auf einmal, okay. Guck mal. 49, das war vielleicht nicht so eine gute Idee. So, Schwäche gegen gar nichts. Hat nicht lange gedauert, das Leveln. Und das... Ich glaube, das war... Mein Feigen ist hier. Das Training hat wieder nur so 20 Minuten gedauert. Ich habe gemerkt, die Art sind ganz schön stark. Im amortisierten Zustand. Diese hier. Feuerkrone und so. Die haben das Training noch ein bisschen beschleunigt, habe ich das Gefühl. Erstmal muss ich die ja fertig machen. Wenn ich hier wieder ruhig reden kann. So, heilen wir uns mal hoch. So, komm her. Ah. Ich wollte unbedingt 3-4 Gegner auf einmal, ne? Mein Gott. Leute, wenn da so ein pinker Kreis um die rum ist. Alter. Ja, wir uns mal hier auch verlassen. Das war wenig. So, heilen wir uns hoch. Ah, du schaffst die, okay, gut. Lass mich ran, 100 Erfahrungspunkte irgendwie so. Das habt ihr von Espel geklaut. So, und fast jeder hat ein neues Art gelernt, sehr gut. Boah, geh weg. Ah, ich wusste es. Kaboom. Messen wir, wenn wir jetzt noch so einen geilen Gegner treffen. So einen optionalen Boss, sag ich mal. Ich bin jetzt so richtig in Fahrt. Ja, das war mehr schwierig, als ich gedacht hätte. Verborgenes Art von Schattenschock. Schattenschock habe ich nicht, doch habe ich. Ah, cool. Warte mal, wie viel hat er jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. Fast von jeder Art schon eine höhere. Und sie hat auch hier von den Arts eine bessere. Turm des Blutes. Ui. Okay. Nehmen wir mal sie rein. Obwohl ich brauche manchmal Feuer, also so. Und lernen wir als nächstes. Irgendwann können wir ja nichts mehr lernen, ne? So, wow, das sind eine Menge neue Sachen. Zornige Winde, schneidende Brise. Warte mal, was sind A-Arts und was sind... Ich weiß, so heißen die nicht, aber... So, die ohne irgendwas um sich herum. Okay, so Schwerter ohne so einen Kasten um einen herum sind A-Arts. Ich hätte gern erstmal die A-Arts alle. Hier zum Beispiel... Wohl, erstmal. Ich glaube nicht, dass ich jetzt hier gegen irgendwas kämpfen werde, wo ich ein Level abbekomme. Schon mal in diesem Part erstmal die ganzen Dinger noch ausrüsten. Die meisten Bonus geben. So. So, wir wollten hier was machen, den Wald erkunden, genau. Und beinahe verrecken gegen diese Viecher. Hast du noch Dingens aktiviert? Ich vergesse es jedes Mal. Gut, dann gucken wir mal, was hier noch ist.
aber nicht, dass hier noch ein optionaler Boss ist. Es wäre höchst unlogisch. Vielleicht ist er wieder aufgetaucht. Nein? Okay, gut. Nächstes Mal, wenn ich so einen Gegner-Viech sehe, dann tue ich das. Ich dachte. Tue ich erstmal so ein Gericht reinpfeifen. Ja, das vergesse ich doch hin und wieder mal. Rang, wenn du mächtige Feinde besiegst, erlangst du entsprechend hohe Ränge. Wenn du sie ohne den Einsatz von Objekten besiegst, kannst steigt dein Rang ins Unermessliche. Klingt vielleicht nach einer Herausforderung, aber der Lohn wiegt die Mühen wieder auf. Ja, am Ende des Spiels. Aber sonst nichts. So, sind das neue Viecher? Nee, ich glaube nicht. So, her damit. Du bist eine goldene, ne? Ja. Du nicht. Giftwehr. Nein, ich möchte nicht wieder gegen mehrere kämpfen, danke. Ja, ich glaube, technisch werden wir nicht viel erreichen heute. Wir können jetzt zu den Feuerschreien oder Feuerprüfung gehen. Aber lass mal erstmal. So, hier haben wir alles abgesucht, nehme ich an. Bis auf die Goldthronen. Dann lass mal überlegen, wo können wir noch hin? Gibt es da noch Steine? Ich glaube hier nirgendwo, ne? So auf dem Feld. Bist ja hier. Dann gehen wir mal in die. Ich habe mal Normen hier rausgenommen, damit die Gegner nicht noch unnötig stärker werden, als sie jetzt schon sind. Da war nirgendwo so ein Stein, ne? Halt. Obwohl. Wollen wir da hin? Diese Ruinen. Weiß ich nicht. So, hier kann man nicht hin. Wo ist Dingens? Ich möchte die Cambrio-Höhle. Oder was haben wir hier noch? Lamorak-Höhle. Ne, da waren wir ja gerade. Cambria-Höhle. Gehen wir noch mal durch meine Lieblingshöhle. Obwohl, da wartet leider kein optionaler Boss, weil den haben wir ja schon getroffen da drin. Also nehme ich mal an, da wartet nicht noch einer. Ja, schön und gut. Wo ist jetzt noch mal so ein Felsen gewesen? Das ist jetzt die Frage. Ich mag es nicht, durch diese Höhle hier zu gehen. Oh. Sack. Ich habe jetzt mehr AP, ihr könnt mir jetzt nichts mehr anhaben. Er sagt ja nur Level 37, ah ja, stimmt. Wie sieht denn die neue Art aus? Oh, ein Feuerangriff, gut. Ich habe nur diesen hier gehabt. Der war ein bisschen doof. Das ist die Galopperflamme. Hey, was? Ein Kinderklacks. Aha. Mal, wenn ich jetzt wüsste, wo, oh nee. Geht weg, ihr geht mir auf den Nerven. Ihr verdammt begeistert, und diese blöden Tausendfüßler. Alles kommt mir von meiner Nase. Es ist so nervig. Und was? Ach so, von da, okay, ich wollte schon sagen. Okay, das war schon mal Verschwendung wieder, den Weg zu gehen. Habe ich gerne gemacht. Ich glaube, meine Snack-Zubereitung werde ich auf jeden Fall maximieren in diesem Playthrough. Irgendwo war ein Stein hier. Ich weiß noch nicht wo. Weiß noch nicht mal, ob sich das irgendwie lohnt. Weil es ist ja eindeutig hier alles random generiert. Aber trotzdem. Ey, Schaden. Verdammter Dreck. Oh Gott!
Tschüss. Okay. Vielleicht werde ich am Ende des Parts noch mal im Baymod versuchen, der im Dings wartet. In der Wiese des Triumphes, obwohl ich nicht mal annähernd glaube, dass wir ihn schaffen. Weil der ist auf dem gleichen Level wie der Königsfrau gewesen, den wir letztes Mal erledigt haben. Allerdings hat der auch, weiß nicht, 2000 Punkte mehr in Angriffskraft. Was den wahrscheinlich eine ganze Ecke schwieriger macht. Ich glaube, der hat auch 3000 HP mehr, irgendwie sowas. Also ja. Fällt mir gerade ein. Kann ich mit dir irgendwas sagen? Frag dich selbst, sorry, wie viele Abenteuer ziehen ohne gute Landkarte los? Richtig, kein einziger. Sie haben sich alle verehrt und sind gestorben. Werd nicht einer von denen. Schmelztiegel könnte ich auch noch versuchen, genau. Und ich könnte mal gucken, welches Level das eine Viech vor dem Schmelztiegel ist. In der Nähe von der letzten Stadt, wo er war, ein Dorf, meine ich. Schweren Namen vergessen. Warum kann ich mir den Namen in diesem Spiel nicht merken? Fallout habe ich nicht so ein Problem. Irgendwie nur hier. Ich weiß nicht wieso. Aber wir sind halt doch nicht so kryptische Namen. Aber da fällt mir ein, der Einöde kann man auch noch erkunden. Wo die Gegner so auf Level 39 waren. Das wird ein Spaß, Spaß, Spaß. Leute sind doch schon angehypt, die müssen doch nicht weiter angehypt werden. So. Oh, hey, na. Das Gute ist, die ganzen Felsbrocken, die schon hier waren, wo ich runtergefallen bin, die sind schon weg, ne? Tauchen jetzt nicht noch mal auf, oder? Wo sind da unten irgendwo Steine? Ich mich geirrt, sind ja keine Steine. Ja, die Steine sind schon weg, zum Glück. Aber wir sind doch keine Steine, so ein Dreck. Ich hab vollkommen sonst reingegangen. Ja, ich bin ja vollkommen umsonst hingegangen, ne? Psst, geht weg. Das ist eigentlich ein Disney-Lied. What? Ich muss irgendwie an K denken von Dschungelbuch. Und dann weiß ich nicht. Ich denke Disney und Lieder und ja. Keine Ahnung. Da sind wir gleich schon wieder bei dem einen Viech, ne? Jeder muss ja kochen. In unserem Team. Ja gut. Dann nehme ich an, wir gehen noch in diese andere Höhle rein. Die Gegner vollkommen überpowered sind mir gegenüber. Und versuchen aber da irgendwie. Da waren auf jeden Fall Steine, okay, das habe ich hier auch gesagt, aber diesmal bin ich mir sicher. Okay. Da. Da muss doch irgendwo ein Stein sein. Ein Stein muss hier sein. Das hat sich geil gereimt, ne? Ah. Ja, da kann man wieder runterspringen, genau. Warum kann man nicht einfach hier mit diesen Winddingen darüber laufen? Ganz ehrlich. Nur weil da keine Fragezeichen sind. Warte mal, was ist das? Kann ich nicht
Kunden, okay. Dieses Wandbild hätten wir untersuchen können. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das hier alles zeigen werde. Wahrscheinlich doch. Weil hier ist ja nichts passiert. Hey, ich wollte schon sagen. Dann gehen wir zur Eiderhöhle, genau. Das ist so relativ tief drinne gewesen. Aber jetzt wird das hier wieder sehr lustig. Ja, mal da ein. Da war ja nix, ne? Da war ja so ein Stein, ich weiß ja gar nicht mehr. Dann ist sogar ein Stein, yay. Ah, ne, ich glaube, da war auch eine Klippe vor, oder? Ne. Okay. Uff. Ja, ich habe nur eine Abkürzung geschafft. Super. Was kommen die Viecher da? Wie machen die das? Diese blöden Pisser. Wie machen die das? So, hier ist was. Wurf. Dann 400 Gold. Blöder, verpiss dich. Jetzt glaube ich nichts bringen, wenn ich jetzt. Oh, da ist noch einer. Lügt mich. Der nächste Stein. Boah, ich hasse diese Typen. Warum sind diese Magier-Typen und jeden Dungeon so nervig? In jedem dieser Dungeons in diesem Magier-Typen am nervigsten. Kasem. Hut. Ein einfacher Hut. Wenigstens etwas bis jetzt. Nein. Voll reflexmäßig. Hut. Diesel. Ja, bei Diesel sieht man natürlich wahrscheinlich nichts, ne? Ach ja, tut er seine Hüte da einpacken. Ich kann irgendwie platzieren. Standardposition. Mal sehen, so auf der anderen Seite irgendwie packen. Wir mit ganz vielen Hüten beschmücken. So, Rücken. Rücken, Rücken. Ich kann nicht in den Rücken nehmen, ehrlich. Erzählt denn bei als doppelt schön Hals. So. Nur so ein bisschen drehen. So. Perfekt. Der Diesel drei Hüte. Wenn ich noch einen finde, dann hat er noch einen. Wie komme ich da hin? Das ist auch wieder nur eine Abkürzung, ne? Wer weiß, vielleicht kommt das ja irgendwann. Sehr, sehr. Das ist mein Vorteil. Schon wieder so Maya gehört. Der ist unfair, der kann sich wohl porten. Ist dich. Tschüss. Blablabla. Ha, ist er weg. Oh, er hat sich. Boah. Er hat sich nur unsichtbar gemacht, der Pisser. Alter. Alter. Ich hasse euch so sehr, ne?
Warum ist die Flucht manchmal so einfach und manchmal voll schwer? Da kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwo noch was ist. Aber wir haben einen Hut bekommen, das ist auch was. Hut! Hüte! Da ist schon wieder eine silberne Truhe, die im Weg scheint eine Dings ist, ne? Ja. Finde ich so link, ne? Okay, dann versuchen wir mal den Behemoth hier noch Platz zu machen. Du Blöder! Ich verstehe immer nicht, wie er so schnell rennen kann. Ey, der hat doch keine Knochen, keine Muskeln. Boah! Da dauert er wieder so lange. Erklär mir halt mal einer. Also ich hab mit den Muskeln, mit dem Flüchten. Boah, da ist schon wieder direkt der nächste. Ich krieg die Krise. Boah. Ich hoffe, wenn ich hier gleich weg bin. Wo ich glaube nicht, dass wir einen Bam und schaffen, der hat irgendwie 6000 Angriffskraft oder so, der macht uns fertig. Aber kann man ja versuchen. Da ist schon wieder so ein. Boah, wie viele von diesen Kacktypen kommen denn hier vor? Wo ich überlege noch, sind da irgendwo andere Orte? Da wo Helldive war, kann ich da Dingens einsetzen? Oh, hier ist ja noch ein Gebiet. Ah. Kann ich da meine Fähigkeiten ja einsetzen? Ich glaube nicht, ne, weil ich bin ja von meinen Dings getrennt. Von meinen Seraphen. Also nehme ich mal an, ich kann das nicht machen. Da ist ein Stein. Stirb, Stein! Ja, nur eine Abkürzung. Ja. Ich bin echt, da taucht viel zu viel von diesen Typen auf. Boah. Da geht er wieder so schnell. Aber kann es sein, dass ich irgendwie nicht hochgeheilt werde? Oh, geht doch mal weg. Alter. Komm, ich rette dich, Leila. Ja, boah, schon wieder so einer. Boah, die gehen mir so auf die Nerven, ey. Also viele von diesen rumlaufen, ne? Um jede Ecke. Oh, da ist noch ein Stein, Gott sei Dank. Ich krieg die Krise. Um jede Ecke hockt so ein Typ. Ich gehe wahrscheinlich erstmal ins Gasthaus und guck wieder, ob ich ein Skit oder so bekommen kann. Wahrscheinlich ja, ne? Wenn ich mich offscreen hier wieder heilen kann. Falls nicht schon wieder ein neues auftaucht. Das ist mir jetzt vollkommen egal. Das sieht jetzt nur aus, als wäre da irgendwas, aber wird vertagt. Wahrscheinlich renne ich auch offscreen hier noch ein bisschen rum und guck, ob ich was finde. So, ich brauche einen Speichermoment. Oh, lass dann, Bell, lass mich mal kurz da. Wo oh, der kann ich ja eigentlich auch, ne? Mal da ein. Ruhen uns da kurz aus und versuchen den Bellmod. Wahrscheinlich werden wir mindestens Eile fertig gemacht. Ah.
Hat schon wieder ein Daisels Denkzentrum hier getroffen. Ja, gucken wir mal direkt noch. Was haben wir denn nicht? Folienkartoffel, Salat haben wir auch noch nicht gehabt. Und jetzt natürlich kommt keins. Aber wenn ich jetzt wieder offscreen trainiere und mich heilen will, ne, dann kommt wahrscheinlich wieder. Aber dann haben wir auch noch nicht gehabt. Jetzt kommt es, geht gut. お礼を言いたくて。スレイさんを救ってくださってありがとうございました。気にしなくていいって。とっさにやっただけだし。いいえ。あの勇気と気迫には感動しました。そう。おい。姿を見せろってば。ね。何?いや。大立てられて無茶をするな。驚かせて。 Okay. Und ich habe mal jetzt alle Skizzen hier auf Screen aus dem Weg geräumt. So, jetzt muss ich nur noch wissen, wo Sanji war. So, dann versuchen wir jetzt mal ernsthaft das Viech zu besiegen. Wo ich nicht glaube, dass es klappt mit. Oh, da ist eine Truhe. Okay. Ja, da hinten ist es schon. Wir speichern. Und. Ja. Packen uns mal ein Gericht rein. Und gucken mal, ob es das bringt. So, gegen was ist das Viech denn anfällig? Kann ich ja jetzt schon mal gucken. Wo ist das? Hier. So, Level 44. Widerstand gegen... Okay, dann werden wahrscheinlich... Ja, Layla. Okay, die habe ich ja schon. Dann versuchen wir noch irgendein Rezept hier. Irgendwann hat die Verteidigung am besten erhöht. So. Dann gucken wir mal, ob es das bringt. Komm mal her. So, wir machen direkt den hier. Oh, guck euch meinen Schaden an von dem Viech. Mit etwas Glück könnten wir es schaffen. Aber wenn nicht, dann werde ich das jetzt nicht nochmal versuchen. So, direkt. Mein Gott, haben wir schon viel abgezogen. Ich bin auch gleich tot. Sehr gut. Könnte was werden. Oh, schon wieder. Ja, geh auf mich los, ist glaube ich besser. Ich komme nicht dazu anzugreifen. Ja. Oh, so im Dreck. Oh, und ich kann mich nicht verbinden, geil. Doch, kann ich. Ja, jetzt habe ich natürlich Wasser, ist natürlich nicht so gut. Ach, du machst diesen Angriff immer.
Oh Gott, oh Gott. Muss ich halt trotzdem mit einem Schlag beinahe. Ach man, ihr beiden, ne? Ach man, Leute. Ja, super. Nee, das schaffe ich nicht mehr. Wenn alle tot sind, will ich sowieso nicht gewinnen. Also alle sind tot gleich. Nein, nicht feigen. Und das kriegen wir noch. Nein. Oh, guckt euch das an. Wer hat denn jetzt hier... Die beiden haben keine Erfahrungspunkte gekriegt. Ja, super. Aber wir haben den Kampf geschafft und ich werde den Kampf nochmal machen. Offscreen jetzt. Nur halt auf einen einfachen Schwierigkeitsgrad. Weil den Kampf schaffen wir. Ich habe jetzt nur keinen Bock, hier Erfahrungspunkte voll aus dem Fenster zu werfen. Deswegen mache ich den Kampf nochmal offscreen. Nur halt... auf einen einfachen Schwierigkeitsgrad, weil wir haben es geschafft auf dem Schwierigkeitsgrad und das reicht für mich. In dem Sinne sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.